So, dann legen wir jetzt mal mit Mission 5 los. Elm Shadow, you face a strange quest this time, Keeper. You must not only conquer this land, you must also conquer fear. Lord Constantine has installed himself as master of all he surveys at Keep Fear, and protected himself with powerful traps. It is said that all who attempt to depose him turn back at their first attempt, their faces contorted with terror. Ah ja, eine meiner Lieblingsmissionen, und zwar Furcht. Also mal kurz zusammengefasst, dieses Mal sollen wir Lord Konstantin vernichten und uns seinen Portalstein holen, doch er versteckt sich hinter Furchtfallen. Das heißt, mit meinen normalen Kreaturen komme ich gar nicht an ihn ran, weil die vor Angst wegrennen. Also brauche ich zuerst einmal ein Gefängnis, um Skelette zu bekommen. Dann legen wir mal los. Lord Constantine, the gutless knight who guards his gates with traps of fear. Your creatures may be loath to face them with their might. It's up to you to find an elegant solution to this puzzle, whereupon your thoughts may manufacture beasts so frightening themselves that fear's a paltry weapon to their sight. Guard room. Wooden bridge. Ja. Also, dann fangen wir mal an, so wie wir immer anfangen. Erst einmal graben wir die Räume aus. Hier ist genug Platz für eine Hühnerfarm. Ah, man merkt schon, hier haben wir nicht ganz so viel Platz, deswegen müssen wir gucken, dass wir schnell wie möglich expandieren. Also wir werden erstmal einen Schlafsaal und einen Hühnerfarm bauen, sobald wir das nötige Geld dafür haben. Vor allem sind ja ziemlich pleite, jetzt gerade hier anfangen. Machen wir gleich mal den Schlafsaal größer und graben hier hinter. Claimed a portal. Ja, sehr schön. Ein Portal. Jetzt aber erst einmal ein Schlafraum. Und hier drüben eine Hatchery, eine Hühnerfarm. So. Da haben wir schon mal die wichtigsten Gebäude. Ah, das hier wird ein ziemlich verwinkelter Murks mit dem ganzen Wasserfeldern. Aber was soll's. Unser Dungeon muss nicht schön aussehen. Unser Dungeon muss praktisch sein. Hier ist noch Gold, was wir freiräumen können. Dann machen wir gleich mal den Bedroom groß genug. The wooden bridge. You'll find these useful as you build your landlocked creatures. Easy passage over water, even lava. But be cautious over lava, as the bridge will slowly perish in the heat. Jupp, jetzt hat er uns gerade. You need a treasury to store gold. Ja, ja, ich baue ja gleich eine Treasury.
Aber nicht auf der Seite. Die Treasury, wo baue ich die am besten hin? Ah ja. Machen wir mal hier unseren Tresorraum rein. Hier muss ich wirklich ein bisschen verwinkelter bauen. Und habe schon das erste Problem. Ich habe einen gottverdammten Magier hier drin, der mir alles tot macht. Your dungeon heart is under attack. Warum kriege ich keine Kreaturen? Hier ist definitiv was nicht in Ordnung. Ich glaube, ich hätte nicht so gierig in diese Richtung graben sollen. Das könnte mir jetzt zum Verhängnis werden, wenn ich so weit wie möglich irgendeine Kreatur kriege. Ich glaube, ich starte nochmal neu. Restart Level, jetzt. Lord Constantine. Ja, das überspringen wir mal. Guardroom. Wooden Bridge. Also nochmal das Ganze. Hier eine Hatchery. Hier den Treasure Room. Aber nicht gerade so, sondern so ausgraben. Das ist jetzt blöd gelaufen. So viel dazu. Gleich am Anfang versagt. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich weiß, dass ich jetzt nicht gierig in diese Richtung kommen sollte. Trotzdem machen wir hier schon mal den Trainingsraum größer. Und bauen hier nebenan eine Bibliothek hin. So. Wir haben hier auch richtig wenig Platz, fällt mir so auf. Mal das Ganze erst einmal einen Schlafraum. So, 16 Betten reichen für den Anfang. Hier können wir dann noch mal ein paar hinpacken. Hier kommt unsere Bibliothek rein. You've claimed the portal. Die Bücherei ist aber teuer. Muss ich wirklich warten, bis sie das hier ausgegraben haben. Haben wir es gleich mal ein bisschen mehr aus, dass wir dort dann eine Werkstatt reinbauen können. Wie teuer ist die? Ah, auch. Also nicht mehr in diese Richtung graben. Ungesund. Lieber noch einen Improve. So. 6 Imps reichen mal. Schatzkammer ist ausgegraben. Will ich die gleich bauen? Ja, ich baue sie mal gleich. Und auch gleich die Bibliothek hier hin. So. Jetzt bitte, bitte, ich brauche Kreaturen. Die natürlich nicht kommen ohne Hühnerfarm. So,
besser. A new species of creature has entered your dungeon. Sehr schön. Jetzt graben wir uns hierhin weiter durch. Wir haben hier das Gold frei. So, welche Räume fehlen mir noch? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Trainingsraum. Für den ist hier weiter hinten eigentlich noch Platz. Wie groß ist meine Bücherei? Ah, noch nicht. Eigentlich geht es von der Größe her. Es fehlen halt noch Bücherregale. So, Goldzuwachs haben wir. Ich brauche nämlich eigentlich ganz dringend hier eine Werkstatt dahinter. Obwohl, die Werkstatt, die kann ich... Na, die brauche ich nicht zu groß machen, die Werkstatt, die kann ich hier hinbauen. 4 Workers dürften reichen. Ja. A new species of creature has entered your dungeon. Jawohl, Trolle. Aber damit das Ganze auch richtig läuft, brauchen wir einen Trainingsraum. Und der sollte wieder... Na, das ist 3x3. Das ist 4x4 groß sein. Ist zwar ein bisschen ungünstig gesetzt, direkt neben der Bücherei. Das wird uns wahrscheinlich... ein Bücherregal kosten, sobald meine Imps mal die Wände verstärkt haben. Kann ich nicht einen mir schnappen und ihn hier absetzen, dass er mir die Wand verstärkt? Doch, das macht er sogar. Ah, die Hand des Bösen hat sich mal wieder bewährt. Hier oben scheint es dann nicht Your mehr. Your Create Imp Spell has been upgraded. Sehr schön. Jetzt können wir uns dann endlich mal hier durchgraben. So. Hier drüben haben wir auch noch ein kleines bisschen Gold. Komm, arbeite mal schneller. Ja, eigentlich bin ich nicht so der, der mit der Hand des Bösen hier so leichtfertig umgeht und meine Imps verprügelt, dass sie schneller arbeiten, aber im Augenblick ist es wichtig, dass sie mir mal ein bisschen schneller den Dungeon aufbauen. Vor allem, wenn ich jetzt dann wieder hier an die Stelle komme, wo mich die Gegner nerven werden. Oh, da habe ich was Verstecktes gefunden. The wooden bridge. You'll find these useful as you build your landlocked creatures. Easy passage over water, even lava. But be cautious over lava, as the bridge will slowly perish in the heat. Ah, I see you have discovered a magical item. A hidden realm has been made available. Ah ja, ich habe gerade ein Bonuslevel entdeckt. Die werde ich aber in Sonderfolgen mal zeigen. Oh Gott, jetzt kommen hier Zwerge und ein Dieb. Das bedeutet, ich sollte hier mal einen Guardroom aufstellen. So. Der lockt mir dann auch wenigstens ein paar Dunkelelfen an. Und von hier kommt wieder der Magier. Aber diesmal habe ich genug Mana, um ihn wegzumrutzeln. So, Magier tot. Und in dem Gebiet kann ich dann meinen zweiten Guardroom bauen. Aber ja, was gerade der